Hallo, liebe Aufrufer, jetzt habe ich die Lichtgeschwindigkeit Nummer 440 hier. Heute ist der 30. Juni 2010 und ich bin hier jetzt 12 Stunden vor der Wahl des Bundespräsidenten am Reichstag und möchte ganz kurz einige Kommentare geben zu dem, was die Bundespräsidentenwahl aus meiner Sicht an bemerkenswerten Aspekten auf sich hat, die im allgemeinen Medien- und Kommentargetümmel nicht genannt werden. Also zumindest hier ist ein ganz wunderschöner Ort. Es ist zwar dunkel jetzt, weil es ja auch mitten in der Nacht ist. Jedenfalls, also mein Gesicht stört hier immer. Da ist die Kuppel von dem Reichstag, der ist jetzt geschlossen. Es sind keine russischen Soldaten obendrauf und hier im Vordergrund ist nämlich die Spree. Und das ist alles ganz, ganz irre modernistisch gebaut. Hier geht es jetzt die Spree, also diese Häuser sind auf der anderen Seite der Spree, hier unten kann man ein bisschen Spiegelung sehen. Das Blaue dort ist das ARD-Hauptstadtstudio, weshalb ich hier die Sendereihe Deppendorf eröffnet habe. Gut, und ich bin jetzt hier, schwenke ich mal, jetzt wird es ganz dunkel. Dieses Gebäude, an dem ich hier an dem Spreeufer stehe, das ist der Kunstraum des Bundestages. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas gibt, einen Kunstraum. Aber so einen Kunstraum muss man erstmal haben. Hier im Keller, wir schauen jetzt da mal hin, da sieht man unten so eine Basketballanlage. Das ist eine Sporthalle. Also wenn die Künstler Pause machen mit der Kunst, hier eine Kunstpause, können sie Sport machen. Hier ist offensichtlich eine Kunstaktion. Wenn man das, ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie reinkriege. Da oben, das ist blau, hier ist es jetzt ganz geblendet, Re-Edukation, das heißt Wiedererziehung, Umerziehung, Umerziehung, so etwa soll das bedeuten. So, hier blinde ich jetzt nochmal rum. Da ist also der Reichstag und hier vorne, ich bin jetzt hier 2 Meter, ist kein Geländer, direkt vom Wasser, der Reichstag, also der Bundestag. Ich wollte also Folgendes sagen. Bei der Wahl des Bundespräsidenten kandidieren Deutsche, die nicht vorbestraft sind, die vorgeschlagen werden müssen von jemandem, der in dieser Bundesversammlung wahlberechtigt ist. Das hat sich erst in den letzten 2 Wochen letztlich entschieden, weil nämlich die deutschen Landtage all der Regierungen und Parteien, die in den Landtagen sind, ihrerseits die Anzahl der Wahlleute erst bestimmt haben, die nun in der Bundesversammlung morgen hier im Reichstag, also in 12 Stunden, wählen dürfen. Nur aus dem Kreise der Wahlberechtigten dürfen Kandidaten vorgeschlagen werden. Und wir haben nämlich 4 Kandidaten. Wir haben also den aus den Reihen der CDU, CSU, FDP angeblich, wahrscheinlich die vorschlagende Person, die Wahlrecht hat, ist die Kanzlerin Merkel, den Dr. Christian Wulff aus Hannover, ein Katholik, Mitglied der CDU. Dann haben wir aus den Reihen der SPD und der Grünen den Kandidaten evangelisch-lutherischen Pfarrer Joachim Gauck, der 71 Jahre alt ist und der die sogenannte Gauck-Behörde, also die Stasi-Aktenverwaltung und Aufarbeitungsbehörde nach 1990 geleitet hat, die jetzt Birtler-Behörde heißt. Der Joachim Gauck wird also in der Öffentlichkeit auch als Kandidat sehr hoch geschätzt. Als 3. Kandidat hat die Linkspartei, die im Bundestag ist, vorgeschlagen, die frühere Chefintendantin des Hessischen Rundfunks, Lucretia Jochimsen, die sich dann nach ihrer aktiven Rundfunkjournalismus, Verwaltungspolitikarbeit wohl noch auf dem Ticket der SPD dann der Linkspartei zugewendet hat und auch im Bundestag Mitglied ist. Die ist bereits 74 Jahre alt. Und dann gibt es tatsächlich von der NPD vorgeschlagen, von Wahlmännern 2 aus Sachsen, aus Dresden, und einer aus Mecklenburg vorgeschlagen, der NPD-Liedersänger Frank Rennecke. Frank Rennecke ist Anfang 40 Jahre alt und er brüllt gerne
Erd- und Boden- und Blutlieder erlebt Adolf zum 20. April und so weiter. Und hierzu möchte ich aber auch etwas sagen. Es ist doch Ausdruck unserer Demokratie, dass alle, die mit den Stimmen der Wähler bei den ganz normalen Wahlen in das Parlament gekommen sind, wie die NPD in Sachsen oder in Mecklenburg, dass die auch hier an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen dürfen und dass die auch ihrerseits das Recht haben sollen, und sie haben es, einen eigenen Kandidaten reinzubringen. Wie das aussieht, sind die mit drei Leuten ein Kandidat, viel mehr als drei Stimmen wird Herr Frank Rennecke vermutlich nicht bekommen. Aber ich finde, grundsätzlich ist es Ausdruck unserer Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung und die Beteiligung auch der Andersdenkenden. Dass es einer ist, der Lieder zur Gitarre grölt, die Adolf Hitler feiern, ist jetzt sozusagen eine Fußnote des Ganzen. Dafür wird er auch nicht so ganz viele Stimmen bekommen. So wird es auch der Frau Jochimsen gehen, die also gerade in den letzten Tagen noch einige medienrelevante, unauffällige Unflätigkeiten von sich gegeben haben, was die Achtung ihres Lebenswerkes nun auch nicht mehr wesentlich schmälern kann, aber die wird sicherlich auch nicht gewählt. Und ich möchte also sagen, wir wissen bis heute nicht, warum der Bundespräsident Köhler zurückgetreten ist. Wir werden das vielleicht auch nie konkret erfahren, aber eins steht fest, die Krisenzeit, in die uns unsere Regierungen geführt haben, bis heute, Schulden, Krieg und Unwahrheiten, Unverlässlichkeit, diese Krisenzeiten erfordern auch, dass der Notar der Bundesrepublik Deutschland, der Bundespräsident, wirklich ein politischer Profi ist. Und da würde ich sagen, wenn der Köhler, wie es überliefert ist, in den Gängen des Schloss Bellevue brüllend cholerisch rumgelaufen ist und hat geschrien, warum hilft mir denn keiner, weil er keine guten Mitarbeiter mehr hatte, da möchte ich wirklich die Frage in den Raum stellen, wo kriegt Joachim Gauck für den Fall, dass er ins kurze Gras der Politik kommt als Bundespräsident, wo kriegt er wirklich Top-Mitarbeiter, die sich wirklich als Insider im Regierungs- und Parlamentsgeschäft auskennen. Das heißt, der Gauck ist viel mehr abhängig von den Leuten, die ihn wählen, in diesem Falle SPD und Grüne, als es der Wulff wäre, der selbst als Politprofi weiß, wie man sich mit Personal und geistiger sozialer Vernetzung im Politikgeschäft auszustatten hat. Insofern glaube ich, ist ein 50-jähriger Rechtsanwalt grundsätzlich den zukünftigen, wirklich schwierigen Aufgaben vielleicht besser gewachsen als ein Pfarrer, der letztlich keine Parteimannschaft hinter sich hat. Gut, der Katholik ist für den Krieg und der Lutheraner ist auch für den Krieg. Ich bin gegen den Krieg. Ich muss also sagen, ich will nicht vom kleineren Übel reden, aber die Wahl morgen in 12 Stunden oder wenn mehrere Wahlgänge sind, dann etwa melde ich mich wieder. Dies ist jetzt erstmal meine Vorschau hier vom Spreebogen hinterm Bundestag bei Nacht.